Hallo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Nach dem Intro geht's los. WTF? Alter, wisst ihr was? Dieser Boost ist ein geiler Scheiß. Dieser Boost ist so ein geiler Scheiß. Ich muss es einfach mal so sagen. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise, aber ihr merkt, man merkt es ja eh immer bei mir, ob ich gut drauf bin oder nicht. In den meisten Fällen bin ich es ja wirklich, weil wie gesagt, sonst bringt ein Video nicht viel. Aber wenn es dann eben halt schon ein bisschen später am Abend ist, dann ist natürlich immer so eine Sache, weil man halt ein bisschen leiser sein muss und ach ja und das ist alles ein bisschen doof. So, ja, ich will das Dunkle. I need the dark one. Dark Elixir. Oh, geil. Oh, ganz krass. Also ganz ehrlich, das ist natürlich so der Oberburner. Im Video dir dann directly natürlich schön abzusahen und hier mal richtig schön Loot zu kassieren. Das ist echt geil. Das ist ziemlich cool. Und der war echt schon fett. Der war schon wirklich, den hätte man fast posten können. Da wäre ich ja fast dazu in den Guzua Videos reingegangen, wenn ich nicht schon drinnen gewesen wäre. Ja, lohnt sich da noch irgendwas mehr? Naja, mit den 11. Aber ganz ehrlich, na, ich brauche aber das Alex nicht. Ich brauche das Alex nicht und das Dunkle kriege ich nicht mit 11 Bogies. Nee, einwandfrei. Passt. Ganz ehrlich, das ist jetzt mein allererstes Mal, in dem ich einen Raid selber poste. Hier drinne. So. Doch, der war echt, der war richtig cool. Free for me? Ja, oh, sehr cool. Oh, es sind wieder sehr gute Sachen dabei. Ich danke euch. Und hier, ihr seht es, kleinen Moment, ihr seht es gerade selber. Er droppt Schweinchen und die Schweinchen, warum gehen die nicht hier rauf? Also ich sag mal, mindestens 95% der Abonnenten wissen das, klar. Schweine gehen auf Dev, also rennen die alle. Oh, ist das krasser Shit. Das ist ja wirklich nur die eine Kanone. Warum? Jetzt fragt ihr euch vielleicht nicht 95%, sondern 85%. Warum hat er die Kanone gebaut? Und diese Frage dürft... Ja, genau. Diese Frage dürft ihr euch bitte in den Kommentaren beantworten. Warum hat der eine Kanone gebaut? Geil. Geil, geil, geil. Oh, es ist total geil. Und meine Nase juckt wieder so eine Scheiße, ey. Und das sieht man im Normalfall, im Video sieht man das dann nämlich auch direkt. Sobald ich an der Nase gekratzt habe oder gejuckt habe, ist die Nase rot. Das sieht total gay aus, aber egal. So ist das Leben. Oh, richtig cool. Nochmal kurz einen Schluck hier. Also richtig, richtig fett vom Basti, auf jeden Fall. Und was will man dazu sagen? Also das ist einfach, so ein Ding hat man once in a lifetime, oder? Also das ist echt, sowas hast du nicht 20 Mal. Das ist echt schon ziemlich geil. Ja, ich war am... Oh, was ist das bitte? Und das war noch nicht mal geboostet. Also der Gegner war nicht mal geboostet. Krass, Alter. Und schön only Goblins. Ist natürlich jetzt in den Bereichen wirklich schwer. Aber wenn du Glück hast, kannst du noch was mehr. Aber ich meine, komm, 600, ja fast 700k bis jetzt. Hier gibt es nochmal ordentlich was. Richtig geil. Also vielen, vielen Dank für die richtig fetten Raids. Und ich sehe das auch vollkommen so, wie du das auch gesehen hast. Bjorn, nicht Björn, sondern Bjorn, denke ich mal. Oh, mein Handy klingelt. Es ist mir egal. Nee, ich bin in der Aufnahme. Das ist wichtiger. Und zwar sieht man halt, dass du nicht vergeblich irgendwie probiert hast,
Ich muss jetzt da und da erstmal durch die Mauern durch, sondern wirklich erstmal alles, was so außenrum war, weggezogen und dann geguckt, okay, passt. Weil ansonsten, man kann da auch echt daneben liegen mit so einer, mit so einem Raid, ganz klar. FC Bayern haut Loot raus. Nee, reicht uns nicht. Ist halt einfach so, wirklich, sage ich ganz klar, das ist zu wenig. Weil, wie gesagt, es ist einfach wirklich schade anderen gegenüber, die richtig fettes Zeug raushauen. Bitte dann auch wirklich so eine Posts nicht bringen. Also wirklich, ich sag mal wirklich, wenn von einer. Also entweder das ist was total Epic-mäßiges hier mit komischen Truppen oder sowas, was richtig, richtig kurios lief. Logisch, kein Thema. Dann ist der Loot auch egal. Aber ansonsten, wirklich, wenn ich sehe hier zum Beispiel irgendwie 100 von beidem. Naja, nein, das will keiner sehen. Knallhart, wirklich. Dann ist es halt so. Ich könnte aber ansonsten noch zur Erstellung von einem anderen Clan ermuntern. Das werdet ihr aber in einem anderen Video sehen. Werden wir gleich dann nochmal drauf zurückkommen. Und alleine an den Schriftzeichen würde ich jetzt einfach mal tippen, dass der King Simon eine Verteidigung geschickt hat. Und ich würde mal sagen, die Verteidigung lief ziemlich gut für ihn. Also derjenige, der angegriffen hat, der kann aber auch echt nur total geistig umnachtet gewesen sein. Weil wer, also ganz ehrlich, wer, der bereits Sechser Riesen hat, fängt an mit irgendwie einzelnen Truppen, also hier Bogies zum Beispiel, einfach mal zu droppen. Und dann irgendwann, ach naja, ich hab ja auch noch ein paar Riesen. Das macht keiner. Also, das ist echt. Boah, dafür ist es noch. Ganz ehrlich, damit hätte ich mit dem Ausgang, sage ich mal, hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, weil ich hätte gedacht, dass das richtig daneben läuft, aber hier geht ja schon noch einiges. Krass, der macht das komplett weg, ey. Übel. Krasses Pferd. Aber jetzt will ich mal kurz gucken, was der King Simon dazu geschrieben hat. Ah, grr, okay. Wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit bitte auch sowas nicht reinschreiben, ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt da einen Check mache, schreibt natürlich jeder, oh ja, hier check mich mal bitte auch, check mich mal bitte auch, und schon haben wir wieder weniger Platz für den Raid. Ganz, ganz wichtig. Auch sehr nice. Oh, krankes Zeug, Alter. Was habt ihr alle für fette Gegner, die mit richtig dicken Taschen hier sitzen? Aber ganz ehrlich, ich werde auch einer gewesen sein mit richtig dicken Taschen. Und zwar übers Wochenende halt wieder. Ich hatte auch den Boost drinne, klar, weil die kosten ein Gem pro Mine und Sammler ist ja vollkommen Banane. Das stört mich ja auch gar nicht. Dann haust du da halt auch die Gems raus. Und dann habe ich am Wochenende halt eben auch ein oder zweimal nachgeschaut und von daher hatte ich natürlich auch immer schön volle Minen und Sammler. Also da darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ordentlich Ressourcen verschenkt habe ich da auch. Plus, wie gesagt, Clash ist halt ganz ehrlich. Auch jetzt als YouTuber halt. Clash ist halt auch nicht das ganze Leben. Also wie gesagt, ich schleppe deswegen mein normales privates Handy hatte ich natürlich bei. Wir waren beim Geburtstag von meiner Schwiegeroma. Das war ziemlich nice. Und da habe ich aber auch dann mit meinem privaten Handy auch nicht rumgefummelt. Also denn es ist einfach mal so, so zeitintensiv ist Clash auch nicht. Muss ich jetzt echt mal sagen, dass man das wirklich einfach auch ein bisschen verschieben kann und sagen kann, gut, okay, komm, ich gucke heute früh mal nach, dann gucke ich heute Nachmittag irgendwann mal nach und dann ist das in Ordnung. Das finde ich auch richtig gut, dass das nicht irgendwie so ein. What the fuck, Alter? Echt richtig. Ich gehe hier schon total drauf ab, ey. Aber hier seht ihr auch. Da mehr als da.
Aber ich würde gerne hier rangehen, weil ich halt die beiden Minenwerfer da habe. Guckt es euch an, so wird es gemacht. Hoffe ich mal. Und jetzt gehe ich voll daneben. Aber das sollte eigentlich ganz easy passen. Minenwerfer hier kalt gemacht. Ja, läuft. Läuft, das ist prima. Oh, jetzt ist da ein kleiner Warane, kleine Trap-Sau hier. Dass er mir hier eine reindrücken wollte. Das klappt aber nicht ganz. So, hier. Ich habe noch 100. 100, dann kann ich hier auf jeden Fall noch einiges liegen lassen. Ja, lohnt sich das da, den Minenwerfer überhaupt? Ja, doch, doch. Ich glaube, ja. Ich werde den Minenwerfer killen, weil ich dann eventuell sogar noch auf das Dunkle komme. Darum ging es mir jetzt eventuell. Gucken wir mal hier noch ein bisschen. Ich werde hier reingehen. Und das könnte aber auch in die Hose gehen. Wenn ich jetzt irgendwo noch was Easy Money bekomme. Der Magierturm, kriege ich den platt? Aber da ist der nächste. Aber die Minen sind halt die guten. Ganz ehrlich. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt wäre es natürlich cool, wenn die nach innen gehen würden. Aber gut, das ist Wunschmusik. Ganz klare Sache. Aber die räumen ganz gut leer. Die räumen ganz gut leer. Sehr geil. Ja, cool. Aber dann seht ihr es halt eben auch gerade. Da ist der Loot momentan echt gar nicht so verkehrt.